Erst einmal Brust. Die ganze Zeit war es frühlingshaft. Und hab mir die ganze Zeit vorgenommen, am Donnerstag gehst du raus, dann nimmst du mal einen Vormittag Zeit und dann schneit es über Nacht. gestern wollte ich schon einen Swimmingpool wieder rausziehen, wieder einlassen. Und heute schneit's. Macht aber gar nichts. Knieschützer, dreckige Hosen, lange Unterhosen und naus. Dann bis zum ersten Fund. So, da habe ich schon markiert. Da habe ich jetzt ein Wahnsinnssignal gehabt. Wahnsinn. Das hat so richtig, wir sagen manche, neigneut, reingeknallt. Gut. Tief bei 25 cm bestimmt. Der Boden ist noch verhältnismäßig weich. Er ist schon ein bisschen gefroren. Aber es geht noch. Da. Das ist entweder jetzt so ein riesen Aluminiumteil oder was Interessantes. Schon draußen. 85er Signal. Ja, ich seh's schon. Ich seh's schon. Eine Aludose. Aber hätte ein Koppelschloss sein können oder sowas. Alles klar. Ui, kann man das sehen? Alles klar. Ah, Beilagscheim. Oder? Schauen wir mal. Jawohl, eine Beilagscheibe. Schade, ich hab schon gemeint, ich finde Münzen. Nein, kann man nichts machen. Alles klar. Ein Stück Blech. Ein Stück Blech. Alles klar. Ja, jetzt geht richtig der Schneesturm. Aber trotzdem. Draußen zum Sein ist was Schönes. Die Spannung, ob man was findet. Ich bin eigentlich heute ohne Erwartungen rausgegangen. Vielleicht wird's was, vielleicht wird's nichts.
Schauen wir mal. Ja. Hab auch schon angefangen mit dem Restaurieren von dem Zinnkelchdeckel oder von dem Bierkrugdeckel. Zeige ich dann auch am Ende des Videos. Und man sieht meine Spuren wieder. Man weiß, wo man war, wie geschlampert, dass man gelaufen ist. Wie oft, dass man Gramm hat. Es fällt auch auf, dass die Funde dann immer in einer Linie sind, irgendwie. Auch wenn es ein Klump war, alles in einer Linie. Ja, ich hoffe, ihr habt Weihnachten schön verbracht, so wie ihr. Ja, das kann jetzt noch länger dauern. Ich melde mich wieder beim nächsten Fund. So. Da war jetzt ein schönes Signal. Sehr stabil. Schauen wir mal. Was ist das? Ach, bitte lass mir was Schönes sein. Das hätte ich doch jetzt verdient. Ui. Ui. Tatsache. Tatsache. Was ist das? Ein schöner Knopf. Ein schöner Knopf, genau. Den mache ich sauber und zeige euch. Spitze. Das war interessant. Das war interessant. Tief, groß. Der Wert war mir fast schon zu hoch. Der war so, der ist bis 95. Ach, ach. Schauen wir mal. Jetzt ist er bei 90, 95, ja. Seht ihr mich hier? Schauen wir mal. Da muss ich tiefer. Da drin. Ach, hätte man denken können. Eine von einer Leuchtkugelpatrone. Alles klar. Da ist ein Spitzensignal. Also da ist wirklich ein super Signal. Stabil, ein bisschen groß. Ein bisschen groß, aber mal schauen. Schauen wir mal. Ach ja. Ein 60er Signal. Schauen wir mal.
kann natürlich alles sein. Ja, genau. Kann natürlich alles sein. Was ist das? Was ist das? Aha. Was ist das? Wow. Ui. Sagt sie mir. Moment. Da habe ich was Schönes gefunden. Wow. Wow. Das ist einmal was Schönes. Hm? Ich schätze einmal, gegossen ist es. Ein Pferd ist drauf zu sehen. Mal irgendein Teil von einem Pferdegeschirr. Aber schön. Intakt, da ist nichts abgebrochen. Das mache ich sauber und zeige es euch. Spitze. Hat sich der Tag doch gelohnt. Sehr schön. Das ist jetzt ein Teil von einem Kelchdeckel oder von einem Bierkrugdeckel, denke ich. Habe jetzt noch nicht versucht einzuschätzen, wie alt das Ding ist. Es ist alt, weil ja allein vom Material, von der Patina, es ist Zinn oder Zink. Für Blei ist zu leicht und ja, Zinn oder Zink. Das besteht aus Segmenten, ich glaube, 8 Segmenten. Gut, dass ein Segment noch komplett da ist. Und dann könnte ich versuchen, den Deckel zu vervollständigen. So, nicht wie ich gerade gesagt habe, 8 Segmente, sondern es sind 6 Segmente. Hier dreimal ein Doppelelement, Segment. Und das versuche ich da rauszuarbeiten. Muss dazu sagen, ich habe mir Schnitzen selber angeeignet und wäre natürlich da gegen alle Regeln der Schnitzkunst verstoßen, aber das Resultat ist wichtig. Das Schwierige da dabei ist, dass der Radius ja stimmen muss und jetzt von der Draufsicht das Ganze gleichzeitig konkav und konvex sein muss. Also nach rechts und links abfallend und von uns zum Spax, zu der Schraube, ist es konkav und das umlaufend. Ich habe bewusst die Restauration am Ende des Videos angeschlossen, weil wenn jemand kein Interesse an Restaurationen hat, der kann ja dann nach dem Sondelteil, nach dem ersten Teil abschalten. Ja, so, die Kanten schön verputzen. Genau, jetzt sieht man es, nach außen fällt es ab, die Rundung muss stimmen und jetzt wird es nach innen noch konkav. Genau. Ja, nach außen runter. Ich muss auch sagen,
der nächste Teil oder die Fortsetzung von der Restauration und von meinem nächsten Video, also Video 24, wird es frühestens in 2 Wochen geben, weil wir über Silvester eine Woche wegfahren. Ah ja, jetzt kontrolliere ich nochmal, ob die Rundung stimmt. Freut mich ein bisschen. Ja. Schwierig am Schnitzen ist, man kann ja nichts hinschnitzen. Einmal zu tief geschnitzt und das Teil ist Ausschuss. Nur ein bisschen. Genau, vorsichtig. Ja. Jetzt das gleiche von der anderen Seite. Sauste natürlich auf meinem Arbeitsplatz, normal. So, jetzt kontrolliere ich es nochmal. So stimmt's einigermaßen. Die Höhe, die Außenrundung, der Radius. Hoch genug, fast. Da fällt es noch ein bisschen. Nochmal probieren. Jetzt natürlich die Phase noch. Passt. Kontrollieren. Die Mitte anzeichnen, weil das ja die 3 Teile, die einen kompletten Umfang ergeben. Immer ein Teil besteht aus der Blume in der Mitte oder aus der Pflanze und 2 Schnörkeln, die zum nächsten Schnörkel und wieder zur Blume übergehen. So. Die linke Hälfte kann ich ja direkt übernehmen, nachzeichnen. Auf der rechten Seite muss ich mal was einfallen lassen. Aber im Grunde ist es ja das gleiche, nur spiegelverkehrt. Wie die Seite, die ich gerade zeichne. Genau. Es muss nicht hundertprozentig sein, weil daran erkennt man die Handarbeit. Keine Seite ist so wie die Gegenseite. Das ist Handarbeit. Wer es maschinell gefertigt, wäre alles 100% gleich. So, Blume habe ich jetzt in der Mitte. So, dann geht das da raus. Da circa. Genau, circa, das ist wichtig. Das muss natürlich stimmen, wo genau der Mittelpunkt von dem Schnörkel ist, wie hoch der ist, wann er anfängt, weil es muss ja auf das nächste Teil genau anschließen und kein Übergang möglichst erkennbar sein. Jetzt der Schnörkel. Da unten ist noch ein kleines Blatt, so ein Ansatz von einem Blatt. Dann läuft der aus in eine, ich kann mal sagen, Blüte fast.
die andere Seite muss ich praktisch umdenken. Und das Spiegelverkehrte des anderen, des Vorhandenen zeichnen. Möglichst gleich. Wie gesagt, nicht 100%, das ist Handarbeit. Und ich glaube, damals haben sie es auch so entworfen. Zumindest die Gussform haben sie auf die gleiche Art gemacht. Das muss die Kante, muss ich auch vorgesetzt haben. Genau, die Kante, das ist das, der Mittelstab, der dann wieder im nächsten Segment übergeht. Dreimal die Blätter, wie in der Mitte. Und dreimal die Stäbe. So, wieder die Blütenansätze, die Blätteransätze auch noch, die wir vergessen. Genau. Passt, würde ich sagen. Genau. So. Jetzt geht's ans Rausarbeiten, das ist das verkehrte Messer. Genau, das kleine, ans Rausarbeiten der Schnörkel. Die müssen stehen bleiben, die müssen erhaben bleiben. Und nur das Außenrum muss entfernt werden. Dann haben wir auch das den Stempel für den Gussabdruck richtig. Weil der Stempel muss ja genauso werden wie das Original. Negativ ist ja die Gussform und das, was man reingießt, wird dann wieder positiv. Genau. Einmal zu weit stechen und das Teil ist Ausschuss. Aha, im Hintergrund, hört's das? Das singt ja fast so gut wie ich. Nett. So, Schritt für Schritt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das Papi. Wo ist das Papi? Weiß ich nicht. Wo ist das Papi? Weiß ich nicht. Aber wir werden es miteinander suchen, ha? Huh?